Ich versuche nochmal Kontakt mit dem Schiff herzustellen. Angelus und Victus. Ihr Bruder Octavius, habt ihr euren Captain erreicht? Wir haben unser Schiff im Orbit verlegt. Sehr gut. Beginnt unverzüglich mit einer vollen Sensorabtastung und berichtet uns auch über die Stärke dieses Sturmes auf dem Südmeer. Nun, die Stürme sind immer heftig. Allerdings haben unsere Auguren vulkanische Aktivitäten am Bollwerk Galtan gemessen. Ist es dies, was ihr meint? Der Vulkan wird explodieren. Ich verstehe. Und Bollwerk Kaldir? Kaldir wird belagert. Eine Streitkräfte von unbekannten Menschen. Dann hält es noch. Ich verstehe. Nun, es ist umso größere Eile geboten, Kaldir zu erreichen. Ich bin dafür, Kaldir mit einem Orbitalbombardement auszulöschen. Negativ. Nicht bevor wir unsere Informationen haben. Es ist möglich. Denk darüber nach. Sagen wir mal, in Kaldir liegt der Schlüssel zur Erweckung dieses Volkes, das da unter dem Ozean liegt. Wir löschen jetzt einfach dieses Bollwerk aus, opfern ein paar tausend Imperiale und eine unbekannte Anzahl von Ketzer-Kultisten und die Gefahr ist erst einmal gebannt. Primo, es ist möglich, dass ein solcher Orbitalschlag die Erweckung erst recht auslöst. Sekundo, es ist nicht garantiert, dass ein solcher Orbitalschlag in der Lage ist, sich weit genug in den Fels des Planeten zu fressen, um tatsächlich zu vernichten, was auch immer dort begraben liegt. Das meine ich, wissen wir nicht, ob dieses Artefakt nicht durch so ein Bombardement sogar freigelegt wird. Wenn wir nicht bereit sind, bis zu einem Exterminatus zu greifen, sollten wir nicht voreilig handeln. Dies können wir als jederzeit noch als letzten Schlüssel in der Hand behalten. Ein Orbitalschlag ist jederzeit möglich. Die Gefahr, dass dieses Artefakt dadurch in die Hände des Feindes gerät, ist aktuell zu groß. Allerdings sollte die Angelus Invictus sich tatsächlich in einer geeigneten Position halten. Nun ja, das sind sie ja jetzt, denke ich mal. Und dort sollten sie bleiben. Gut, Kalvex als nächstes. Ja, ihr funkt Kalvex an und ein Soldat wird sich auf der anderen Seite melden. Ja, hier ist Sergeant Elmer. Hier ist Killteam Arminius. Wie ist eure Situation? Killteam? Was für eine Situation meint ihr? Eure. Nun, wir existieren. Verzeiht, dass ich bin mir nicht ganz sicher, was ihr meint. Warum ist ein Killteam zu uns unterwegs? Könnt ihr von Feindkontakt berichten? Feindkontakt können wir jetzt nicht sagen. Liegen euch Sichtungen von Space Marines in der jüngeren Vergangenheit vor? Space Marines nicht. Wir haben hier ein Schiffbrüchigen, wenn ihr den meint. Erzählt mir mehr. Ist der Name? Seinen Namen wissen wir nicht. Kam vor ein paar Monaten hier angespült. Fast verhungert, halb verdurstet. Schwer verletzt, übergeschnappt. Er faselt irgendwas, aber wir haben ihn weggesperrt. Wir haben es auch gemeldet. Hat bisher noch keinen interessiert. Das ist das Letzte. Ist aber schon ein paar Monate her. Könnt ihr uns ein Bild von ihm übersenden? Ein Bild von... Das können wir euch wohl geben. Einen Moment. Es rauscht ein bisschen und dann könnt ihr ein Bild von einem verwahrlosten, ausgehungerten Menschen erkennen, der wohl in irgendeiner Zelle sitzt. Haben wir eine Bildaufzeichnung von unserem Primärziel? Guter Schluss. Ja, das ist eine Idee. Wäre ich gar nicht drauf gekommen. Ich auch nicht. Ich wollte ja eigentlich gerade schon sagen, Jungs, das soll nicht interessant für uns. Ja. Ich wollte dich auch fast sagen, aber ich habe mir gedacht, lass mal laufen, sehen wir zu, wo das hingeht. Ja, Bruder mit diesem Hinweis musst du nicht einmal würfeln. Du bekommst beide Bilder nebeneinander gelegt und du guckst ein bisschen genauer hin. Für dich sehen Menschen immer alle gleich aus, aber Gabriel kann das erkennen. Das ist er. Sahil Vincent. Ich bestätige. Die Füße küssen, Brüder.
Ein wirklich großer Sieg, Bruder Octavius. Ich werde im nächsten Gebet euren Namen beim Imperator ehren. Danke. Sergeant, verdoppelt die Wachen des Gefangenen. Erwartet unsere Ankunft innerhalb des Tages. Sollen wir ihm irgendwas geben? Negativ. Haltet ihn mit allen Mitteln am Leben. Genau, das würde ich sagen. Sorgt ihn gut. Euer Leben hängt davon ab. Seit Monaten interessiert sich niemand für den Knecht. Die Werke des Imperators gehen langsam, aber sie gehen. Von allen geliebt. Von allen geliebt. Dann trenne ich die Verbindung. Ich würde sagen, wir müssen unser Reiseziel korrigieren. Negativ. Der Verbleib des Inquisitors scheint weder bekannt noch bedroht. Niemand scheint zu wissen, wer er ist. Warum sollte er jetzt auf einmal... Er befindet sich im sicheren Gewahrsam einer imperialen Bastion. Das Primärziel kann temporär als erfüllt angesehen werden. Diese Bastion scheint in keinster Weise gefährdet zu sein. So ist es. Wir sollten uns dran machen. Ich sehe keinen... Wir können auch nach Kal dran funken. Und bald schon sollten wir hoffentlich in Kal Thane ankommen. Wenn das Ziel unserer gejagten Marines unter dem Meer liegt, sind sie vielleicht doch durchgekommen. Es ist merkwürdig, dass auf einmal ein Vulkan ausbricht. Mitten an dem Tag, wenn die so ist. Es ist nicht merkwürdig, wenn man bedenkt, dass die Techno-Hexerei des Mechanikum involviert ist. Wer weiß, was sie jetzt wieder aufgescheucht haben. Da gebe ich euch recht, doch es ist ein seltsamer Zufall, dass dies passiert, wenn diese am selben Tag passiert, wenn diese Stadt erwachen soll. Nun gut. Kaltran, Jane? Ihr funkt nach Kaltran und dort meldet sich dann wohl ein Doc-Beauftragter mit dem Namen Orwell. Sind in letzter Zeit Seefahrzeuge abgelegt. Speziell unautorisiert. Wer spricht da? Iltim Arminius. Woher wisst ihr das? Wir haben das nicht gemeldet. Der Imperator weiß alles und jetzt sprecht. Wir konnten nichts machen. Also, unsere BVS hat natürlich danach geguckt und vor ein paar Tagen. Es tut mir leid, meine Lords. Konntet ihr die Angreifer identifizieren? Rebellen. Aufständische. Sie haben einen Schlag von der einen Seite ausgeführt und während wir abgelenkt waren, haben sie das Tiefseefahrzeug gestohlen. Danach sind sie wieder abgedreht und es war wohl nur ein Ablenkungsmanöver. Übermittelt uns die technischen Daten und die Kennung des entwendeten Fahrzeugs. Cathurian-Klasse. Also Jericho-Cathurian-Klasse, mein Herr. Sind diese U-Boote mit einem Peilsender ausgestattet? Nun, das müsste ich ja mal nachprüfen, nun, ich bin zwar der oberste Doc-Beauftragte hier, aber ich muss einfach mal schauen. Moment. Meine Lords, hört ihr? Ja. Wir wissen, wo es liegt, aber das ist... naja, also... Das ist das Hauptquartier der... Also von diesen Widerständlern. Wir verstehen. Das können wir nicht. Wir können da nicht mit unseren Männern, die wir haben. Den Standort können wir euch geben. Sehr wohl. Tut es. Es tut mir leid, meine Lords. Wir konnten wirklich nichts dafür. Lasst ein weiteres Fahrzeug flott machen. Mit Mannschaft und Besatzung sofort ablegbereit. Meine Lords, das war das letzte Fahrzeug. Verzeiht. Wir verstehen. Ihr werdet euch dafür verantworten müssen, dass ihr das nicht gemeldet habt. Wir wollten es auch wieder besorgen. Unternehmt nichts, bis ihr weitere Anweisungen erhaltet. Arminius out. Auf diesem Planeten gibt es viele, viele, viele unfähiges Personal. Irren ist menschlich. Ja, dennoch, vor dem Imperator kann man nichts verheimhalten. Sie verstehen es einfach. Vermutlich haben sie dieses Fahrzeug in Vorbereitung auf was auch immer sie vorhaben entwendet.
Wir sollten ein Auge auf seine Position halten. Meine Lords, wir haben den Südkontinent erreicht. Ich bräuchte jetzt eine genaue Zielvorgabe von euch. Die Stürme nehmen zu. Kaltain, mitten in den Sturm. Kaltain, ja? Dann steuere ich den Vulkan als erstes an. 30 Minuten bis zum Ziel. Bruder, ich bin dafür, den Lord General Castus zu informieren, dass Kaldir angegriffen wird, ob er vielleicht Verstärkung dahin beordern kann. Die Information, dass Kaldir unter Belagerung liegt, kam von ihm. Genau, das wollte ich gerade sagen. Diesen Datensatz hier haben wir von ihm bekommen. Also da steht, dass da Angriffe unerbittlich sind. Also er weiß Bescheid, dass da immer wieder Angriffe drauf vorgehen. Es ist nur eher verwunderlich, dass er nicht endlich mal eine Strecke des Bataillons dorthin geschickt hat. Naja, wir könnten darauf bestehen, dass er das jetzt macht. Ich halte es für keine gute Wahl, dem Lord General in sein Handwerk hereinzureden, wenn es nicht notwendig ist. Zumal er mittlerweile der Alleinherrscher des Planeten ist, bis ein Nachfolger für den Prinzen bestimmt wurde. Selbst dann war er Alleinherrscher. Vor allem sollte eine derart wichtige Aufgabe nicht mehr alleinig in die Hände von Menschen fallen. Wir holen uns das aus Kaltain, was wir brauchen, die nötigen Informationen, und sollten danach direkt Kaldir anpeilen. Hoffentlich ist es dann nicht schon zu spät. Sicher ist, es ist zu spät, wenn wir erst bei dir ankriegen und dann kann da eben dieser Sturm wird. Und dann den Rest des Bollwerks wohl wegnehmen. Ja, somit ist es geschlossen. Nach 30 Minuten der Reise, die ihr über den gewaltigen Stürmen des Südkontinents oder des Südozeans hindurch fliegt, könnt ihr den Vulkan Kaltain erreichen. Ein gewaltiger Moloch, der sich hier nach oben hebt, an den restlichen Inselketten vorbei, ziemlich weit abgelegen, sodass man keine anderen Landmassen erkennen kann. Und mitten auf dem Krater am Gipfel des Vulkans könnt ihr eine gewaltige Wachstation erkennen, die wohl gepflastert ist mit verschiedenen Satelliten. Ihr könnt schon von oben, wenn ihr dann auf dem Landeplatz nach und nach landet, könnt ihr schon erkennen, dass es hier fortschrittliche Kogitatoren gibt, Auguren, Staffeln und Datenverarbeitungsblöcke. Alles ist irgendwie vollgestopft mit Technik vom Mars oder vom Mechanikus generell. Und während ihr landet, gerade aufsetzt, könnt ihr ein gewaltiges Beben spüren, was wohl nicht nur durch die Insel läuft, sondern dann eben auch reflektiert wird von dem Ozean selbst, gewaltige Wellen und der Sturm, der dann von unten gegenbrandet und gegenstürmt, sodass euch dann der Regen in die Visiere peitscht. Ihr könnt dann von der Landeplattform selbst, ohne dass ihr abgeholt werdet von einer PVS oder so etwas, könnt ihr dann eintreten durch eine Tür, die sich dann schließt hinter euch, steht in einem doch ziemlich kalten Raum, wieder vollgestopft mit irgendwelchen Kogitatoren und könnt 3-4 Mechanikus-Priester erkennen, die dort mit ihren roten Roben stehen, irgendwelche Servo-Greifarme, die an ihrem Rücken entlang baumeln oder eingesteckt sind, und sie scheinen euch auch gar nicht zu beachten. Währenddessen könnt ihr einen weiteren vierten Mann erkennen. Mann kann man fast nicht mehr sagen, aber es ist eine Gestalt in eine Gewandung rot, ein Magos-Geomant, der auf euch zukommt. Seine Hände sind verschränkt in seiner Kapuze und piept wohl, wenn er dann auf euch zukommt. Magos, wir kamen so schnell wie möglich war. Tautologie. Ich würde Messungen vornehmen, wenn ich könnte. Das erratische seismische Phänomen übersteigt die strukturelle Spezifikation der Anlage und stört die Konzentration des Maschinengeists. Die Auguren-Daten werden so lange unsicher sein, wie die Aktivität über 64 Punkten auf der Vibrationsindex liegt. Momentan übersteigt die Aktivität diese Grenzen um das Vierfache. Ich habe kalkuliert, dass es sich weiter eskaliert wird. Könntet ihr einen Grund feststellen? Beide Probleme lassen sich mit derselben Gleichung lösen. Ich konnte die Hauptbruchstelle entlang der Insel lokalisieren. Wir können die örtliche Kontinentalplatten mittels der Anwendung entgegengesetzter Kraft immenser Größenordnung für 2 Jahre stabilisieren. Das wäre
Herr Magos wird durch ein mächtiges Grollen unterbrochen. Ein Beben, was wieder durch eure Füße hindurchgeht, durch die Servos so ein bisschen beruhigt. Es dröhnt, einige Einschläge, die dann die ganze Station erzittern. Und Quetzalt geht in aller Ruhe. Dann wendet er sich von euch ab, verbindet sich mit seinen Kogitatoren, prüft mit einem langen Blick die Schlange von binären Daten, die so ein bisschen über die Bildschirme flackert. Und dreht sich dann wieder zu euch um, fährt fort, als wäre nichts geschehen. Beispielsweise mit Sprengstoff möglich. Ich habe schon 16 der 20 nötigen Gerätschaften platziert. Die letzten 4 tektonischen Sollbruchpunkte sind zu erreichen, übersteigen aber meine körperlichen Kapazitäten. Wenn Individuen wie ihr dazu in der Lage wären, könnte ich Stabilisierung initiieren. Bedenkt bei eurem Timing allerdings, dass in 8 Minuten eine Flutwelle eintreffen wird. Sie wird die Insel überschwemmen. Wir haben Notwendigkeit für Zugriff auf eure Sensordaten. Stellt ihr sie uns zur Verfügung, wenn wir euch diese Gefälligkeit leisten? Zugriff erlaubt. Gut, wo sind die Sprengsätze? Er geht wieder in aller Seelenruhe zu einer Tür und kommt dann nach kurzer Zeit mit Sprengladungen wieder zu euch zurück, die er in seinen Servoarmen trägt. Große, kräftige Bündel. Eine für jeden, würde ich sagen, oder? Es wirkt so. Gut. Rüstet euch aus und dann sofort auf den Weg. Es gibt keine Zeit zu verlieren. Die beiden Sturmmarines, die entferntesten Punkte bitte, weil ihr die schnellsten seid. Auf jeden Fall, macht das Sinn. Auf eurem Helm leuchten 4 Stellen für den Sprengstoff auf. Wie weit sind die entfernt? Die sind alle gleich weit ungefähr voneinander entfernt. Das Problem ist, 1 ist eine Unterwasserhöhle. Dann habt ihr eine enge Spalte, die wohl in dem Vulkankegel ist. Ein großer Granitbrocken, der wohl entfernt werden müsste. Und eine hochgelegene Höhle an einer der Kavernen, an der Flanke des Vulkans. Tordal, übernehmt ihr die Höhle? Ich werde mir diesen Felsen... Octavius, habt ihr die Bombe noch? Ja. Dann kümmert ihr euch um den Felsbrocken. Verstanden. Ich weiß es vermutlich aus Erfahrung. Funktioniert mein Jumpback unter Wasser? Nein, oder? Ich würde sagen, ja, oder? Ja, Prometheum brennt auch unter Wasser. Du kannst es genauso unter Wasser benutzen. Du kannst es für alles benutzen, eigentlich. Dann werde ich mir diese Unterwasserhöhle greifen. Und dann bleibt ja nur noch eines übrig. Dann kümmere ich mich um die Spalte. Gut. Der Imperator mit euch. Brüder, viel Glück mit euch. Ich weiß nicht, ob ich eure Genseit bergen kann, wenn ihr es nicht rechtzeitig zurückschafft. Der Allvater macht über alles. Minus reicht noch den dreien eine Faust hin. Natürlich kehren wir alle wieder zurück. Für Terra. Für den Imperator. Versagen wird mit dem Tod bestraft. Los. Ja, ich setze mir den Helm platt, hab den Helm auf möglicherweise und dann. Ja, ich mich mal in die Richtung, wo es nach oben geht. Und mit deinem Kraft mir nochmal dem Mechanikus ins Gesicht zu erschießen. Wir brauchen den Jungen. Dem Magos-Geomanten. Außerdem, ich bin ziemlich sicher, der schießt einfach zurück und zwar mit einer größeren Knarre. Gut, und dann mit einem weiten Satz das Sprungmodul gezündet und es geht in Richtung Meer. Die seismischen Aktivitäten nehmen immer weiter zu. Ihr könnt kleine Lawinen aus Erde und Basalt spüren, die um euch herum kullern in unregelmäßigen Abständen. Immer mal wieder die Flanke des Vulkans herunter und so trennt ihr euch von diesem großen Kogitatorplatz. Tretet ihr wieder nach draußen durch die Türen auf den Landeplatz, wo euer Thunderbird steht. Abreisebereit, aber solltet ihr an die Daten von diesem Bollwerk heran wollen, dann müsst ihr es retten. Vorher hilft euch der Magos Geomant nicht. Dann kann Bruder Arminius mit seinem Jump Pack einmal zünden. Du springst den Vulkan hinunter immer mal wieder. Zündest du in kleinen Stößen, sodass du dann nicht auf dem harten Felsgestein aufschlägst, sondern dann in einiger Nähe im Wasser landest, den Markierungen auf deinem Helm folgst und
dann vor einem großen Tunnel stehst, der unterirdisch überflutet vor dir liegt. Die Strömung, die aus diesem Tunnel herauskommt, ist gewaltig. Dann werde ich zunächst einfach mal hoffen, dass mein Sprungmodul dagegen schieben kann. Dann gib mir mal einen Wurf auf, was ist das? Pilot? Piloting Personnel. Genau. Das möchte ich dann auch ganz gerne faten. Alles klar, Schicksal. Vielleicht kann D199 würfeln. Mit 44 ist das gelungen. Gut. Es sei denn, da kommen mehr Schwernisse, dann müssen wir verhandeln. Das weiß ich nicht so genau. Also, ich hätte von dir einen schwierigen Schwimmwurf gerne gehabt, aber ich lasse das jetzt natürlich zu und ich würde dir auch das schwierig wegnehmen. Gib mir mal einen Schwimmwurf plus 10. Okay, nochmal einen D100. Der geht auf Geschicklichkeit oder auf Stärke? Schwimmen ist Stärke, oder? Ja, Schwimmen ist Stärke. Da muss ich trotzdem fade. Warte. Mit Servorüstung kriegst du minus 30 Malus auf Schwimmen. Ein reichiger Erschwernis? Ja, da muss ich auf jeden Fall faden. Denn es außer geht es geht einfach nur nach unten, dann wahrscheinlich keinen Malus. Es geht ja geradeaus und nicht nach unten. Ja, es geht geradeaus und gegen Strömung, das ist ein Problem. Okay, 6. Mit gefated ist geschafft. Ja, gemeinsam mit deinem Sprungmodul kannst du hinter dir die Abgase vom Prometheum spüren, wie sie dann gegen die Strömung kämpfen. Drückst immer und immer wieder. Der Maschinengeist rebelliert so ein bisschen. Du spürst das Zettern, was durch dich durchgeht. Und dann nach grob 5 Minuten, die du durch diese enge Höhle hindurch geschwommen und geströmt bist, kannst du auf der anderen Seite wieder auftauchen. Muss ich die Bombe hier drin lassen? Genau. Oder bin ich jetzt in der Höhle? Du bist in der Höhle hier gibt es dann auch zwar noch Wasser, aber keine Flut, keine Strömung mehr, sodass du sie dann hier an einer beliebigen Wand montieren könntest. Ja, das tue ich dann auch ohne viel Federlesen. Schüttel einmal, nehm ein Jump-Pack ab und schüttel es einmal sehr kräftig, um hereingekommenes Wasser rauszukriegen. Und dann geht es mit einem Blick auf die Uhr auch direkt wieder zurück, denn... Oder sehe ich hier noch irgendwas? Nö. Nur ein kleiner Hohlraum, oder? Einfach nur ein kleiner Hohlraum. Das war wohl mal vom Mechanikus bewohnt, aber mittlerweile alles überflutet. Einfach durch irgendwelche Verschiebungen in der Wasserlinie. Was sagt der Timer auf der Bombe? Der Timer würde dann so gezündet werden vom Magos Geomant, dass... Also nach 8 Minuten auf alle Fälle, er kann ihn aber auch vorher zünden. Also wärest du nach 8 Minuten immer noch hier, würde er ihn so oder so zünden. Ja, das dachte ich mir. Dann geht es wieder hinein ins kalte Nass, aber ich schone auf dem Rückweg das Jump-Pack und lass mich einfach raustreiben. Genau das. Gut. Dann hatte ich das sicherlich runtergesprungen. Alles in allem hatte ich das vielleicht 3 Minuten gekostet. Ja, ich werde es jetzt auf dem Rückweg eher ruhig angehen lassen. Gut. Wer ist von euch unterwegs zur engen Spalte im Inneren des Vulkankegels? Ja, ich natürlich. Wer sollte das denn noch anders sein? Okay. Der eine und einzige. Lässt du dich runterschlittern oder läufst du, springst du? Wie machst du es? Wie möchtest du möglichst schnell den Vulkankegel hinunterkommen? Ja, also ich schaue mir das natürlich einmal an und wenn ich da vernünftig runterschlittern kann, dann mache ich das. Das ist nämlich die schnellste Möglichkeit. Außer ich kann da von Spalte zu einem kleinen Abhang zu Abhang springen. Was ich als schneller einschätzen würde. Also schneller ist springen auf alle Fälle. Das ist aber auch das Gefährlichere. Schlittern ist dann das nächstmögliche. Das ist nicht ganz so sehr gefährlich dann. Also dein Geschicklichkeitswurf, den ich dann von dir brauche, ist aber natürlich langsamer. Das heißt, ich brauche da auch 2 Stück von dir. Und solltest du es nicht schaffen, solltest du vorbeispringen, solltest du beim Schlittern stürzen, könnte es sein, dass du in der Lava... Ich springe. Gut, dann gib mir schon mal bitte. Dann gib mir noch mal bitte insgesamt, also es ist ein 60 Meter langer Spalt, genau da rein muss die Sprengladung, hast da aber nur wenige Zentimeter Platz, um die da hineinzuschieben und musst dann 3-4 Sprünge musst du machen. Das ist ein Wurf, Gewandtheit minus 10. Weil ich so großartig bin. Gewandheitsproben in Serverrüstung erschwert oder hebt der schwarze Karapax das auf? Ah, wir haben's. Das reicht. Die 13. Gut, so oder so geschafft. Göttergefällige 13. Ja, du springst immer runter, fast wie ein taktischer Marine. Lässt sich da auch gar nicht behindern von den klobigen Greifarmen, die du auf deinem Rücken hast.
oder von den Spritzen, die überall an dir herumbaumeln. Und ja, nachdem du dann den ein oder anderen Sprung gemacht hast, stehst du dann genau vor dieser großen Spalte, wo du dann einfach nur noch die Sprengladung vom Magos Geomant hinein tun musst. Und ja, du siehst es halt auf der Uhr. Das Problem ist jetzt nicht, dass du es geschafft hast. Du hast es auf alle Fälle geschafft. Aber wenn die Sprengladung explodiert und du stehst immer noch daneben, du musst jetzt hier wieder raus. Sonst war deine Mission zwar erfolgreich, aber du stirbst trotzdem. Ja, dann richte ich meine Gebete an den Imperator und fange an, dort abwechselnd springend und kletternd wieder hochzukommen. Dann gib mir einen Kletternwurf. Meine Servorüstung anzustrengen und mich vom Stein zu Stein abzuwandeln. Ich glaube, das ist nicht geschafft. Da würde ich ja mal shippen. Und das ist ebenfalls nicht geschafft. Wie oft darf ich einen Schicksalspunkt für eine Probe einsetzen? Einmal. Exakt einmal. Genau, einmal. Ja, du kletterst nach oben, aber du hast keine Chance. Immer mal wieder rutschst du ab. Du schaffst es nicht, diesen Vulkan wieder nach oben zu klettern. Die Zeit läuft. Derweil große Granitbrocken. Wer macht das? Das ist Bruder Octavius. Ja, auch du folgst dem Koordinaten auf deinen Helm. Ihr hattet euch aufgeteilt und die Erdstöße sind wohl in der Region, wo du dann hingehst, tatsächlich so gewaltig gewesen, dass ein großer, massiver Granitbrocken vom Klippenrand sich gelöst hat. Du siehst, wie er da wohl aufgeschlagen ist, so eine richtig große Kuhle hinterlassen. Selber ist er wohl nicht auseinandergebrochen, dafür ist der Granit dann zu hart gewesen, was auch immer dann noch für Einschlüsse und Sprenkel drin waren. Und du siehst wohl, ja, der Magos hat es versucht, aber den Granitbrocken hat er nicht beiseite bekommen. Ich brauche von dir für die richtige Platzierung einen Stärkewurf minus 40. Er ist grausam. Um den Granitblock zu bewegen, ja? Genau. Denk dran, dass du eine 20er Erleichterung von der Serverrüstung kriegst. Ich werde gewaltige Stärke anwenden. Und das dann mal machen. Kannst erklär du uns vielleicht noch, was das ist, genau, für die Zuschauer an den Geräten zu Hause. Erzähl uns mal, was gewaltige Stärke macht. 97 ist nicht gut. Also gewaltige Stärke erhöht deinen Stärkemultiplikator um einen zusätzlichen Grad. Also normalerweise hast du mal zwei. Genau, ja. Also normalerweise hast du mal zwei und mit gewaltige Stärke hast du mal drei. Das heißt, du kannst halt wesentlich größere Gewichte heben oder Sachen verschieben und so weiter. Du hast ja, also ich habe jetzt zum Beispiel, ich kann 9 Tonnen Gewicht verschieben und wenn ich jetzt gewaltige Stärke mal 3 hätte, wären das wahrscheinlich so 14, 15 Tonnen. Das kannst du natürlich nur im Solo-Modus tun, aber da du alleine bist, ist das vollkommen egal, ja. Genau. Aber mit 97 habe ich das trotzdem nicht geschafft, da muss ich Zeit für den dritten Schicksalspunkt. Na toll. Das läuft gar nicht gut für Killteam Arminius. Ich wollte auch gerade sagen, irgendwie sieht das gerade echt übel aus. Bald nur noch Killtyp Arminius, wenn das so weitergeht. Ja, du gehst in die Knie, versuchst du drücken zu schieben. Deine Servos spannen sich an, du hast das Ächzen von den Gelenken und auch du stehst vor dem Granitbrocken.